Und am Ende gewinnt der, der die Zwillinge bekommt. Digga, so ein raffinierter Hund. Hi Leute! Hi! Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, es ist soweit. Der 31.07. ist ins Land gezogen und da war der Einsendeschluss für Schlag den Jäger 2019. Und ich weiß nicht, was Wetti jetzt wieder zu lachen hat. Aber ja, wir haben Bewerbungen bekommen. Ihr konntet euch bewerben, um entweder in meinem Team oder bei Daniel im Team mitzuzocken. Und insgesamt haben wir 5 Bewerbungen bekommen. Das heißt, einer kann heute leider nicht mitspielen, beziehungsweise am 30. oder 31.8. 31.8. Gibt es einen? Hat der August eigentlich überhaupt 31? Ja, der Tage? Hat 31, ja. Ja. Ja, der kann auf jeden Fall dann nicht mitspielen. Wir werden es genau wie letzte machen. Wir werden mit euch jetzt gemeinsam einmal ganz kurz die Bewerbungsvideos anschauen und danach werden wir auslosen. Wir haben nämlich gedacht, wir machen diesmal eine Auslosung. Ne? Haben wir letztes Jahr auch gehabt. Ja, wir haben aber gedacht, wir machen wieder eine Auslosung, so wie letztes Jahr, damit es halt eben irgendwie am fairsten ist. Ich möchte halt eben nicht unbedingt sagen, gerade bei 5, so fällt mir dann total schwer, ja, jemanden rauszukicken, genau, extra. Ja, das ist irgendwie so eine miese Nummer. Ich bin zwar ein mieser Typ, aber da habe ich ja halt doch eine weiche Seele, weil ihr habt euch ja alle super viel Arbeit gemacht und so weiter und so fort. Und ja. Haben wir denn beim letzten Mal schon gesagt, dass wir das wie letztes Jahr machen? Dass der Daniel quasi dein Gegner ist und wir dann auch gleich die Teampartner schon zulosen. Weiß ich gar nicht, ob wir das gesagt haben. Aber wir werden es auf jeden Fall dieses Jahr machen wie letztes Jahr. Der Daniel, genau, und ich, wir werden gegeneinander antreten und jeder hat noch zwei Wingmen quasi in seinem Team drin. 2 bei mir, 2 beim Daniel. Und ja, das werden wir heute dann einfach durch Zufall auslosen. Mhm. Entweder seid ihr dann auf meiner Seite oder ihr seid gegen mich und werdet von mir zerstampft werden. Immerhin bin ich ja der amtierende Weltmeister vom letzten Jahr noch. Da müsst ihr euch auf jeden Fall dann warm anziehen, sollte das Los euch treffen, dass ihr gegen mich zocken müsst. Ja, viele haben sich auch gewünscht, komm Digga, tritt doch gegen Sveti an. Fände ich auch total cool, hätte ich tierisch Bock drauf, aber ich kann leider nicht. Sveti kann leider nicht, ne? Genau, ich muss leider filmen. Also ich hätte da total Bock drauf, weil ich wäre natürlich endlich mal so ein ernst zu nehmender Gegner für dich. Ein Lauch wirst du. Nee, auf keinen Fall. Ich muss die ganze Show so filmen und so ein bisschen kontrollieren und... Ja, also wenn Sveti das nicht macht, dann reicht das ganze Ding komplett ein, weil wir werden so einen straffen Zeitplan wahrscheinlich haben wie im letzten Jahr. Diesmal bin ich komplett raus, darf nichts mitentscheiden, was für Spiele gemacht werden. Sveti entscheidet das mit dem Timo. Ihr beratet euch auch mittlerweile schon. Ja, der Timo, der ist so eine kleine Kreativkiste, der packt immer neue Ideen aus. Das kann ja nur scheiße werden. Ja, und letztes Jahr, ich meine, wir haben ja angefangen mit Exploring Kittens, dann Maßkrug halten und Maßkrug wegzimmern. Mhm. Dementsprechend nehme ich mal an, dass sich das alles wieder so ein bisschen durch den Tag ziehen wird, dass wir mal gucken müssen, was da so abgeht. Und dann braucht einer, muss wenigstens sein, der noch normal ist, die Struktur bewahrt und das kann dann nur Svetlana machen. Die wird sich da ein paar ausgewählte Helfer zusammensuchen. Ja, und das ganze Ding auf die Beine stellen und ich bin dann der Schnittknecht für die nächsten 12 Tage wieder. Es werden weniger Spiele sein als letztes Jahr. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir 17 Spiele. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf 10 Spiele einstellen. Und ja, es gibt auf jeden Fall auch den einen oder anderen Brettspiel. Eigentlich ist es doch 11, damit es auch wenigstens einen Stich... Das weiß ich jetzt gar nicht. Also muss ich mit Timo klären. Vielleicht gibt es auch ein anderes Punktesystem, was eingeführt wird. Nee. Als das vom letzten Jahr... Ja, ich kann mir schon wieder denken, es soll wie bei Schlag den Raab so ein Punktesystem, erstes Spiel gibt einen Punkt, genau. Das Problem ist aber nur, dann könnten wir, wenn wir Pech haben, spielen wir nur 4 Spiele und dann ist aus. Ja, das war auch scheiße. Du kannst dem Timo direkt sagen, ist scheiße, sag ihm das sofort. Hier direkt Voicemail, hier ganz kurz. Wo haben wir das hier? Timo. Du darfst aber nicht lesen, was da steht. Digga, wenn ihr oder plant, das Punktesystem von irgendwas anderem zu nehmen als das vom letzten Mal, dann kann ich dir direkt sagen, das ist komplett scheiße. Das ist auch meine Ansage. Ist abgelehnt. Spaß. Ja.
So, ich würde sagen, wir fangen ganz unverfroren einfach mal an und ja. Mit dem ersten Video. Ich habe sie mir gerade eben hier irgendwo draufgezogen. Zap, gucken wir mal ganz kurz hier oben. Und ja, mit wem sollen wir anfangen? Mit dem ersten Video, das wir bekommen haben, vielleicht. Mit dem ersten Video? Was war denn das erste von wem? Das war von Marco, das erste Video. Nee, oder? Von den Jungs von Instabil. Ach so, das muss ich jetzt hier erstmal kurz aufrufen. Die übrigens zählen als eine Person. Die können sich dann während der Spiele dann abwechseln und immer den den Stärksten könnten sie sich dann genau. aussuchen, der... Ne, den Stärkeren der beiden, der dann die Challenges antreten soll. Genau, was wäre halt eben unfair, wenn wir direkt genau. Für die beiden einen ja. Platz direkt machen, abgeben würden, sag ich mal. Zwei Plätze für zwei Dudes ja. abgeben, ne? So, ist auf deren YouTube-Kanal auch zu sehen, das Video. Könnt ihr mal drauf gehen, ein paar Daumen runter geben. So. Und da ist es schon, Schlag ja. den Digger. Bewerbung, Hashtag Schlag den Digger 2019 und Mats ab. Digger, mach dich auf zwei unschlagbare Kandidaten gefasst. Bekannt aus Film und Fernsehen, die vierfachen Weltmeister Tobias und Michael. Tobias ist ein wahrer Kampfkoloss. Allein sein Blick versetzt Extremsportler in Angst und Schrecken. Eine Legende besagt, dass er die nordafrikanische Kontinentalplatte in die europäische Platte reingeschoben hat, nur um die Alpen entstehen zu lassen, damit er im Winter snowboarden kann. Er ist ein Perfektionist und er ist bei allem zweimal besser. Außerdem öffnet er gleich am 1. Dezember alle Türchen vom Weihnachtskalender. Michael ist ein wahrer Kopfmensch. Er denkt vor und er denkt nach. In seiner Freizeit betreibt er Judo, Karate und Krav Maga. Er ist in der südafrikanischen Steppe bei den Buschmenschen aufgewachsen. Dort hat er gelernt, auf Zebras zu reiten und kann mit Elefanten sprechen. Außerdem geht er gerne bei Rot über die Ampel. Lieber Boardgame-Digger, diese Jungs haben es so richtig in sich. Bist du bereit, gegen sie anzutreten? Ich hab wieder. Noch 2 Kilometer, dann 100 Kilometer voll. Komm schon! Hau rein, Junge, hau rein! Schaff das! 200 Kilometer! Go, 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 go! Yo, Digga, wenn du dich mit uns einlässt, dann wird das kein fairer Kampf, denn wir sind unschlagbar! Instabil. Ja, Leute, Tobias und Michael, harte Gegner, aber natürlich auch starke Verbündete. Super krasses Video. Top, aufwendig. Ja. Man hätte es nicht besser machen können. Wahrscheinlich euer aufwendigstes Video bisher. Das ist natürlich eine absolute Ehre. Und das Ehre. Erfolgreichste. Das Erfolgreichste. Das Erfolgreichste mit 92 aufgerufen. Mega, cool. Eins, wir richtig, richtig, freuen richtig uns toll richtig. Ja. Und damit seid ihr natürlich im Lostopf für die anderen halt eben auch. Ja. Ich kann direkt schon sagen, es ist auf jeden Fall...
das aufwendigst produzierte Video. Das war auch das erste Video tatsächlich, was wir bekommen haben. Und wir waren sprachlos, ne, auf der Couch, als wir uns das angeschaut haben. Ja, super, super, super stabil. Ja. Cool, fetten Dank, Leute. Vielen Dank für die ganze Mühe. Es ist mir eine Ehre. Ich würde sagen, wir machen auch direkt mit dem nächsten Video weiter. Das waren Tobias und Michael. Und als nächstes machen wir dann mit dem Marco weiter. Der hat uns Urlaubsgrüße geschickt. Nee, ich glaube, erst der Marco. Nee, der war zuerst mit am Start. Das weiß ich aber gar nicht, welches das ist hier. Da muss ich mal kurz gucken. Das könnte jedes sein hier. Oh, das ist, funktioniert auf jeden Fall schon mal nicht. Das ist beschädigt, das ist schlecht. Und das funktioniert das auch nicht. Funktioniert das auch. Ist auch beschädigt. Dann, ja, gut, dann war muss ich mal kurz eine Pause machen. Ich muss mal kurz die Videos mir rüberziehen. So, da sind wir wieder am Start. Kleiner technischer Fehler, das passiert bei mir ja häufiger. Dann gucken wir uns jetzt auf jeden Fall erstmal den Markus P. an. Der ist immer so nice. Den kennt ihr vielleicht ein bisschen. Markus P. Marco P. Du hast Markus P. gesagt. Nee. Kannst du ja gleich nochmal gucken. Also ich hätte hier vielleicht noch eine gute Dame, die würde sich auf dem Berlin-Korn-Kanal ganz gut machen und die Interviews für... mein Englisch ist aber auch nicht gerade prall. Das macht nichts, Engelbert. Wir gehen hier nur nach dem Äußeren heute. Ja. Aber ich Marco, hab aber auch die Nägel schön heute. Ja, das stimmt allerdings. Halt, ich muss auch ein bisschen Glitzernagel drauf machen. Okay, wir machen weiter mit Marco P. Den kennt ihr vielleicht daher. Der macht für uns immer ab und zu so ein bisschen so Logo-Zeug und schickt uns so Memes zu und so tralala. Da brüllen wir uns immer drüber weg. Ja, besten Dank für die Einsendung. Schauen wir mal. Mats ab. Ich bin gerade am Malen meines Lieblingsspiels, meine Figuren, damit ich loslegen kann. Ich bin auch gleich fertig. Ist natürlich ein sehr großer Aufwand immer. Aber ich bin eigentlich sehr zufrieden. Doch, doch, auf jeden Fall. Oder? Oder was wir? Nice. Grüßt euch! Ich wollte mich bewerben für Schlag den Digger. Ich muss leider ein spontanes Video machen, weil ich wegen Zeit und wegen Mangel an Technik es leider nicht schaffe, jetzt ein bisschen ein größeres Ding zu machen hier. Ein bisschen mehr Action da reinzubringen. Was eigentlich schade ist, was ich machen wollte. Aber bevor ich die Deadline schaffe und gar kein Bewerbungsvideo schicken kann und sozusagen auch nicht mit bei dem Schlag den Digger mitmachen kann bei der ganzen Sache, dachte ich, ich mache spontan im nächsten Video, dass ich ein Bewerbungsvideo habe und hoffentlich auch trotzdem gewählt werde, weil ich mega Bock habe, da mitzumachen. Zeit habe ich natürlich an dem Wochenende mir genommen. Spaß, Motivation ist natürlich immer am Start. Ich habe mir natürlich auch letztes Jahr das alles gegeben und war mega geil. Allgemein alle Sachen. Bin ja sowieso mit dabei. Und ja, wie gesagt, ich würde mich mega freuen, wenn ihr mich wählt. Wenn ihr mich auswählt, sagen wir so, und bis dahin drücke ich mir selber mal die Daumen. Macht's gut, haut rein und danke für die Chance. Ja, Leute, das war das Video von Marco. Allerbesten Dank. Ja, die Püppchen könnte ich selber nicht besser anmalen. Mittlerweile wird mir ja ein bisschen hier der Rang abgelaufen von Svetlana, was die Miniaturenmalerei angeht. Aber ich habe natürlich nicht aufgehört zu üben. Die letzten beiden Tage hatte ich ja schon angefangen, die Zeukin-Räder zu bemalen. Und wenn die mal fertig sind... Und erstmal gerade zu biegen. Ja. Aber es ist auch immer noch nicht hundertprozentig. Also es ist schon super nervig. Digga, wir freuen uns auf jeden Fall über deine Einsendung und drücken dir gleich bei der Verlosung auf jeden Fall die Daumen. Daumen. Sollen wir dann mit dem anderen Marco direkt weitermachen? Marco ja. F? Ja. Moin Leute, ich bin's Herr Frieder. Ich grüße euch nicht aus Deutschland, sondern, wer weiß es, denken wir den meisten waren nicht, aber im Erholungsurlaub. Richtig, an der Playa de Palma. Auf Mallorca. Ich bin hier gerade unterwegs und suche was zu essen. Ich bin da noch nicht ganz fündig geworden.
Aber da ist mir eingefallen, dass ich dem Digger noch ein Video schicken muss. Und zwar geht es hier am Schlag den Digger. Und dafür bewerbe ich mich jetzt hier offiziell. Digga, ich habe mich schon mal bei Schlag den Raab beworben. Das lief schon mal nicht so gut. Deswegen wäre es schon gut, wenn ich das mit dem Digger jetzt klappen würde. Und da würde ich auf jeden Fall mich riesig freuen, wenn ich damit teilnehmen könnte. Und würde auf jeden Fall meinen Beitrag leisten. Ich sitze hier richtig voll gerade. Gehe Richtung Megapark. Ich glaube, die meisten hier sind mehr Straller als der Digger auf der BerlinCon. Aber die Stimmung ist gut. Ich freue mich drauf, davon von euch zu hören, ob es geklappt hat. Ich verbleibe mit ganz lieben Grüßen aus Spanien an Sveti und den Digger und die Community und hoffe bis bald. Euer Friede. Ja, Marco, auch dir vielen Dank für die Einsendung aus dem Urlaub. Ich muss dazu sagen, es gab davor schon mal ein anderes Video, das war das mit den Zwillingen. Ne? Ich hatte erst mit einem Kumpel, glaube ich, im Urlaub und die haben sich Zwillinge geklärt und die waren dann auch schön im Hintergrund dann noch am Start und ja, da konnte ich mir das ein oder andere Grinsen auf jeden Fall nicht verkneifen und im Anschluss kam dann das Bewerbungsvideo noch. wir hätten auch das andere Video eigentlich auch vorzeigen, aber... Ne, weiß nein, nicht, ne? Das kann man nicht. Nee, aber wäre witzig geworden, sage ich euch jetzt. Ja, besten Dank und ja, auch dir dann fette Daumendrückerei. Wer gedacht hat, der Marco ist einfallslos, der kennt den Dennis nicht. Der kennt den Dennis nicht, deswegen gucken wir uns jetzt so ganz kurz Dennis an. Der Dennis hat immer, den kennt ihr ja auch schon, ne? Ja. Der war ja auch schon mal bei uns, ist der Ameisen. YouTuber und mit dem waren wir mal genial daneben und haben da fett abgeräumt. Ja. Ja, da. Aber das mit dem Einfallslos ist natürlich ein Spaß und wir haben uns über jede einzelne Bewerbung sehr gefreut. Dennis und Svetlana, die hassen sich immer gegenseitig. Das ist so eine kleine Hassliebe. Gucken wir uns mal die Einsendung von Dennis an. Die geht auch nicht so lang, keine Sorge. Hallo und herzlich willkommen zu Degli Industries. Sie haben einen YouTube-Kanal und wollten schon immer noch besser aussehen, dann buchen Sie einfach mich, Degli. Ich komme zu Ihnen, zu Ihrem Kanal, setze mich zu Ihnen und werte Sie optisch auf, alleine durch meine Anwesenheit. Sie wollten auch schon immer noch viel intelligenter wirken, bei Bedarf öffne ich sogar den Mund und rede möglichst viel Schwachsinn. Also buchen Sie mich, Degli von Degli Industries. Ich hoffe, wir sehen uns. Ja, Dennis, allerbesten Dank. Aus welcher Wolf bist du entflohen? Aus welcher Wolf bist du entflohen? Digga, besten Dank für deine Einsendung und die wird natürlich auch mit berücksichtigt. Die kommt auch mit in den Lostopf rein und ja, ich habe mich auf jeden Fall richtig gut beömmelt. Ich wusste jetzt gar nicht, vielleicht hat er uns das Falsche geschickt. Ich war jetzt unklar, ob es jetzt tatsächlich das Richtige war, was er da losgeschickt hat. Wir sehen auch schon, das ist gar nicht so. Es hat sich mittlerweile gewandelt, der Kanal. Ne? Ich bin gar nicht mehr der Bad Guy, sondern der Bad Guy, der sitzt hier links neben mir. Er sitzt hier links neben mir. Dann geht's weiter und zwar, wie viel hatten wir denn jetzt? 4 hatten wir jetzt. Dann kommt jetzt der letzte und da kommt der Andreas und ich kann euch sagen, ich fand's super witzig. Hi Leute, ja, herzlich willkommen in unserer Patchwork-Family. Ich wollte euch kurz von meinem letzten Urlaub erzählen. Ich war ja schon auf diesem Planet in diversen Nations unterwegs und letztens... Vor 2 Wochen habe ich Treasure Island discovered. Als ich da unterwegs war, habe ich einen guten alten Spartacus getroffen. Und wir haben uns einfach mal zusammen die 7 Wonders angeschaut. Ja, was soll ich sagen? Abends saßen wir schön an der Theke. Ja? Da hat mir dann irgend so ein Quacksalber, hat mir dann irgendwas in den Drink gemischt. Und ich habe mich dann quasi ins Elysium getrunken. Und werde ich wach, bin ich auf einmal im Dice Hospital. Ich habe mich total gewundert, aber ich sag mal so, besser als in Istanbul aufzuwachen. Ne? Grundsätzlich sagten mir dann alle nach dem Krankenhausaufenthalt, ich wäre ein bisschen Munchkin im Kopf und hätte so einen kleinen Outburst. Ja, und würde andauernd nur crazy words erzählen. Ja, nachdem ich dann gehört habe, dass die Leute mich ein bisschen crazy finden, bin ich direkt nach Las Vegas geflogen, zu meinem Dr. Mr. Jack. Aber der teilte mir dann mit, er sehe da kein Risiko und ich wäre ganz glas im Kopf. Ne? Oh,
klingelt. Das sind bestimmt meine fiesen Freunde für eine fette Fete. Dann will ich mal kurz begrüßen gehen, aber ich sag denen, dass ich zuerst mal Hunger hab. Auf zum nächsten Franchise oder zum drüben zum Heckmeck am Bratwurm-Eck. Oh. Ah, da seid ihr ja wieder. Meine Jungs waren es leider nicht. Es war nur mein Chef, mein nerviger Chef mit noch mehr Work and Placement. Aber gut, ich schiebe das jetzt mal zur Seite. Trink noch ein Schlückchen. Woher habe ich das? Komisch. Und jetzt reden wir mal über dich, Digga. Ich habe gehört, Bewerbungsphase läuft für Schlag den Digger und ich möchte gern dabei sein. Also sage ich mal einfach, now it's showtime. ich habe gehört, dass wir noch ein paar Tage verfügbar sind und dann ist Deadline. Und ja, daher wollte ich noch schnell was reinschicken, denn ohne mich würde es keine epische PvP-Schlacht geben. Und der Kampf um den Dice Throne wäre auch ziemlich unausgeglichen. Ja. Also, was kann ich von mir sagen? Was bringe ich ein? Ich bin wahrscheinlich ganz schön clever und manchmal auch ziemlich unfair. Ja, also, ich hoffe, dass ich nur noch einen Flügelschlag davon entfernt bin, da teilzunehmen. Digga, hilf mir, zum Champion of Midgard zu werden. Und ja, dass wir da eine schöne epischen Tag erleben. Gib mir einfach das Go und ich steige sofort in den Code Express ab nach Erkelenz, ja. Und dann werden wir schön just one on one Gas geben. Ja? Und ich habe gehört, du wirst mal wieder ein schönes hohes Preisgeld ausrufen, wie auch letztes Jahr. Die Leute waren ja sehr zufrieden damit. Ja, ich werde mir das schönen Urlaub auf Jamaika gönnen, ja? wenn ich das absahne. So, ich muss nun die Peking-Akte schließen und it's no time mehr for other stories. Boah, was für ein Eldritch-Horror-Tag. So. Ich werde mich jetzt zu meiner Space-Base begeben. Warte mal. Wo ist denn hier das Exit? Ganz schön clever, der Andreas. Nur ein Flügelschlag vom Sieg entfernt. Schon im Vorfeld halt eben. Mega gutes Video, mega einfallsreich. Und ich habe mich gefragt, wie viele Takes du dafür gebraucht hast, ja. Ohne dich da zu verhaspeln und dass du die ganzen Dinger so in eine Story auch irgendwie verpackst und alles drum und dran. Super, super, super amüsant. Und auch das Video mit dem meisten Brettspielbezug, da werden sich die Brettspielroboter aber mächtig freuen, dass du dich so ins Zeug gelegt hast. Mega, mega, ja. Mega nice. Und natürlich auch du bist hier im Topf drin. Gut, dann haben wir die Losfee. Genau, Zettelchen. Wie letztes Jahr, Zettelchen in eine Cap drin. Vorbereitet. Früher, aber vorher nochmal. Hättest du denn Favoriten für dein Team eigentlich? Nee, ich würde, eigentlich ist mir das scheißegal, Ingebert. Ich fetze die ja auch im Alleingang weg. Eigentlich können wir auch ein Special draus machen, dass alle fünf gegen mich antreten. Das reicht. Okay, fangen wir mit deinem Team an oder mit Team? Fangen wir mit meinem Team an. Okay. So, dein erstes Teammitglied ist Marco P. Marco, Digga, Alter. Ja, freue ich mich. Cool. Uns verbindet ja auch schon einige Monate hier die Kanalteilhabe sozusagen. Das erste, was du, glaube ich, für uns gemacht hast, war, als wir letztes Jahr auf der BerlinCon gewesen sind, das jährt sich, glaube ich, hast du dieses Logo gemacht, was ich bei Facebook habe, genau. Wo wir da auch vor in dieser Russenhocke vor in Kreuzberg abgehockt haben und hast uns da so ein kleines Kanallogo halt eben ausgemacht. So, das ist der Kontakt eigentlich entstanden, ne? Genau, und seitdem hast du uns ja einige coole Sachen immer gemacht und man hat ja auch gerade eben schon deine kleinen Photoshop-Künste nochmal am Ende deines Videos gesehen. Ich habe dich auf der richtig Messe, geil auf dem Tisch liegst. Auf der Messe hast du dich auch mit ihm unterhalten, ne? Habe ich dich total verpasst oder du hast gedacht, oh mein Gott, da ist Wetti, ich habe keinen Bock auf die und ich bin das war zu dem Zeitpunkt, da warst du schon komplett auf. Ich war schon auf? Ja, du warst schon komplett auf. Okay. Nee, ich habe keine Ahnung, du warst auch mit irgendjemand anders dann auf jeden Fall, beschäftigt. Marco, Team Digger, super. Aber wir sehen uns ja bald. Marco, Team Digger. Sollen wir mit der Daniel den ersten Zettel für Daniel ziehen oder sollen wir mit dir weitermachen? Willst du dein Team erst komplettieren? Nee, wir ziehen erstmal jetzt jemanden für den Daniel. Okay. Hast du da reingeguckt? Warte. Ich gucke jetzt auch extra in die Kamera beim Ziehen.
weg, weg, weg. Ja, du hast ja jetzt wahrscheinlich ein paar Zettelchen zugeschoben. Daniel, deine ersten Teammitglieder sind Spielinstabil. Yay! Ja, verdienterweise auf jeden Fall. Finde ich ganz großartig. Wie wir es gerade eben schon gesagt haben, für den Fall, dass ihr mitmacht, so wie es jetzt der Fall ist, ist es dann so, dass ihr euch dann wohl abwechseln müsst. Das heißt, ihr könnt euch in eurem Team, ihr seid quasi dann ein Vierer-Team und was euch beide betrifft, müsst ihr euch dann im Vorfeld immer absprechen, welche Aufgaben anstehen, was ihr glaubt, wer dann irgendwie härter ist. Ansonsten, so haben wir uns das irgendwie gedacht. Genau. Dann, cool. Ja, da habe ich natürlich starke Gegner. Wer Kontinentalplatten verschiebt und im Stehen schläft, den stampfe ich dann nur mit zwei Fäusten weg, statt mit einer sozusagen. Aber ist kein Problem. So ein paar Piraten. Ihr dürft allerdings nur kommen, wenn ihr die Piratenhüte auslasst. Ohne Piratenhüte antreten. So, ich ziehe jetzt nochmal für Daniel. Nochmal für Daniel? Ja. Okay. Nicht? Mach ruhig, du bist die Losfee, du kannst machen, wie du meinst. Daniel, dein zweites Teammitglied ist Marco. Also Marco F. Herzlichen Glückwunsch. Friede, ja, damit werden wir uns hier battlen, die Battle der Titans sozusagen halt eben. Und am Ende gewinnt der die Zwillinge bekommt. Ja. Ich habe gehört, die dürfen auch wieder schlafen. Habe ich auch gehört. So, jetzt haben wir leider nur noch zwei Zettel da. Wir haben auch überlegt, können wir das nicht irgendwie hinbekommen, dass wir beide oder beziehungsweise alle Bewerbungen berücksichtigen können. Aber das hätte nicht funktioniert. Also ein Viererteam ist tatsächlich dann zu groß. Dennis ist jetzt noch da und Andreas ist noch da. Genau, ne? Und Dennis hat schon mal bei einer Verlosung Pech gehabt. Damals, als wir 100 Abonnenten hatten, hat er mitgemacht. Gab es nicht irgendwas Dickes auch mal zu gewinnen? Ja, es gab was richtig Dickes und der hat da schon mal verloren. Hatte ich einen Dark Souls verlost. Und zwar, als ich 100 Abonnenten hatte, war es die Rede davon, die Leute mussten alle nochmal unsere Videos gucken. Es waren nicht so viele, es waren 15, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Und sollten zählen, wie oft unsere Tiere zu sehen waren. Wir hatten auch so eine kleine Spendenaktion rausgemacht für Tiere, ne? Für die Tierhilfe haben wir noch gemacht, haben auch ein bisschen Geld mit eingenommen. Ja, und, genau. Genau. Und da waren zwei Leute, die richtig gezählt hatten. Ich weiß es nicht mehr. Dennis, weißt du es vielleicht noch? Der Dennis und der Thorsten. Und dann musste ich auslosen, wer den Preis gewinnt. Und da hat der Dennis haarscharf verkackt. Ja, ich drücke euch auf jeden Fall beiden auf jeden Fall. So, last but not least. Der letzte Zettel. Willst du vorlesen? Nee, ich lese dir vor. Okay. Es ist Andreas. Herr Schlüter, ich freue mich natürlich, cool. Da hat sich dein ganzes Scatman-Video auf jeden Fall gelohnt. Dennis, sorry, Digga, Dennis. Das tut mir mega leid. Bist ja schon zweite Mal jetzt an irgendwas hier vorbei. Aber der Dennis hat auch immer eigentlich die Ehre, bei uns mitzuspielen. Dennis hat den Vorteil, er wohnt tatsächlich von allen Leuten am nächsten an uns dran und hat die Möglichkeit, am meisten mit uns dann zu spielen. Das ist ein kleines Trostpflaster, oder? Schade finde ich es auf jeden Fall trotzdem. Ja. Ja. Wenn aber jemand krank wird, dann... Oder absagt oder so, dann könnte ja immer passieren. Dann wäre es auf jeden Fall eine Ehre, wenn du dann aufschlagen würdest und mitzocken würdest. Egal in welchem Team. Ich denke, es wird dir genauso viel Spaß machen, mir aufs Maul zu geben, wie dem Daniel aufs Maul. Ich glaube, das eine sogar eher als... Was dir macht Spaß, mir aufs Maul zu geben, wird dir mehr Spaß machen. Ja, das stimmt. Und zweitens, wenn ich krank bin, kämpfst du gegen Sveti. Ja, Leute, allerbesten Dank für eure ganze Mühe und eure Einsendung und so weiter und so fort. Tralala, hofft es. Die Aufnahmen finden auf jeden Fall Ende August statt und dann haben wir uns irgendwie so eine Woche Zeit gegeben, das Ganze zu schneiden und uns ein paar Tage dafür freigehalten. Und wir hoffen, dass wir das auf jeden Fall auch schnell über die Bühne bringen und freuen uns schon. Ja, wenn ihr hierher kommen müsst, nehmt Kontakt zu uns auf, wenn ihr hier pennen müsst oder wie auch immer das irgendwie machen könnt, müsst, tralala, dann meldet euch auf jeden Fall. Am besten bei mir.
am besten bei Svetlana, ansonsten fällt Schlag den Digger ins Wasser. Das wäre auch mal, ne, wenn es richtig heftig regnen würde. Letztes Jahr war es ja übelst geiles Wetter. Aber dann ziehen wir das ganze Ding komplett auch im Regen, eiskalt, heftigst durch. Ja. Ne? Okay, alles klar. Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und spätestens bei Schlag den Digger dann einschalten. Aber vorher könnt ihr auch noch ein paar Videos gucken. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.